Herzlich willkommen, ihr lieben Steinböcke. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurer allgemeinen Tarotlegung für den Monat August 2020. Ganz, ganz herzlich willkommen, wie immer, alle Abonnenten und alle, die regelmäßig zuschauen. Und ich möchte wie immer auch alle begrüßen, die neu sind bei Kings & Queens Tarot. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ja, diesmal habe ich eine ganz besondere Vorankündigung noch für euch, denn auf mehrfaches Bitten, mal einen Tarotkurs abzuhalten, habe ich das jetzt auch tatsächlich organisiert. Es wird also in Berlin hier ein Tarotkurs stattfinden am 16.8. Und ja, wer sich dafür interessiert, kann mich sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich hinterlasse euch hier schon mal so ein paar Informationen. Ihr dürft mich sehr gerne anschreiben dazu. Die Teilnehmerzahl ist sehr begrenzt. Es wird eine ganz kleine Runde sein. Und ja, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden. Ja, okay, ansonsten steht jetzt natürlich eure Legung an. Und ja, wie immer ein bisschen noch zur Erklärung. Es ist eine allgemeine Legung, das heißt, es tauchen unterschiedliche Themen auf. Ich werde nicht alle ansprechen, weil sonst die Videos eben auch zu lange werden. Ich werde mich auf die Hauptströmungen konzentrieren. Und wenn du das Gefühl hast, deine Situation ist hier nicht so richtig angezeigt oder du hättest gerne noch mehr Informationen dazu, dann schau dir doch ganz gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Und dann hast du dort entsprechend entweder ergänzende Botschaften oder eben auch die Botschaften, die für dich hier für den kommenden Monat von Bedeutung sind. Ja? Wenn Königinnen oder Könige auftauchen bei diesen Legungen, sind die Geschlechter unabhängig. Die können Männer anzeigen, die können Frauen anzeigen, die können andere Menschen anzeigen, mit denen ihr im Moment vielleicht zu tun habt. Aber die können allerdings auch die eigene Person anzeigen. Und zwar geben die Könige wieder, wie man sich nach außen verhält, wie man nach außen zu einer Situation auch steht. Die Königinnen beziehen sich mehr ein bisschen auf die Innenschau, wie gehe ich innerlich mit einer Situation um, was denke ich dazu oder wie fühle ich mich damit, ja. Und das kann eben unterschiedlich sein. Ich gehe da für gewöhnlich auch drauf ein. Und ja, ich glaube, das war's. Ja, wow, das sieht sehr, sehr spannend aus bei euch hier. Fangen wir am Anfang an, wie es so schön heißt. Ja, diese erste Position, das ist ja die Grundenergie oder die Position gibt eben die Grundenergie wieder, die in diesem Monat ja, im Vordergrund vielleicht steht, ja, die sich so ein bisschen als roter Faden durch den Monat zieht. Acht der Stäbe ist hier eine sehr interessante Karte. Das ist eine sehr energetische Karte, die weist für gewöhnlich eben auch darauf hin, dass sich ja, viele Dinge ereignen, die Dinge vielleicht auch relativ schnell ins Rollen kommen, ja, dass verschiedene Dinge auch auf einen zukommen. Manchmal stehen Reisen auch mit oder werden Reisen angezeigt mit dieser Karte, Umzüge können mit dieser Karte angezeigt werden. Einen regen sozialen Austausch, viele Kontakte, viele Unterhaltungen, Kreativität, Ideen, ja, also alles, was mit Inspiration auch zu tun hat, auch da steht diese Karte für. Also hier kann es sich in verschiedenen Bereichen oder auch in mehreren Bereichen nebeneinander, ja, kann einiges in Bewegung kommen für euch. Ich lege mal noch zwei Erklärungskarten mit dazu. Okay. Fünf der Stäbe haben wir hier, der Schwerter, Entschuldigung, und die Neun der Stäbe. Fünf der Schwerter ist die Konfliktkarte. Ja, also hier kann es durchaus sein, dass ihr aus einer Zeit kommt, wo ihr entweder mit euch selber ein bisschen im Konflikt stand, ja, in einem inneren Konflikt oder auch mit Menschen im Außen im Konflikt standet und hier vielleicht auch eine sehr blockierende Energie dadurch in eurem Leben vorhanden war. Und mir scheint, hier kommt einiges an lösender Energie sozusagen auch zu euch jetzt im August. Und wie gesagt, das kann auch ziemlich zügig gehen. Sehr schön ist eigentlich hier die Neun der Stäbe, weil die anzeigt, dass man mit der ganzen Situation ziemlich bewusst umgeht, ja, auch wirklich bei
sich schaut oder in sich schaut, wo habe ich mich vielleicht auch nicht so ganz korrekt verhalten oder generell auch mit ein bisschen mehr Distanz auf diese ganze konfliktbeladene Situation hier schaut, ja, und auch vielleicht guckt, okay, wo habe ich vielleicht auch meine eigenen Grenzen überschritten, wo habe ich gewisse Warnzeichen übergangen, ja, und dass es sich eben überhaupt zu diesem Konflikt ergeben konnte. Also das ist schon eine reflektierende Karte hier und ich denke, das ist durchaus auch wirklich unterstützend, um den Konflikt aufzulösen, für sich selber eben auch und dann damit auch die Blockade aufzulösen, ja, und eben diesen Energien, die hier einströmen wollen, auch Raum zu geben, sich entwickeln zu können, ja. Die nächste Karte, die wir hier haben, ist die 8 der Münzen. Das könnte durchaus auch ein Hinweis darauf sein, dass diese Konfliktsituation schon eine ganze Weile am Laufen ist, ja, sich vielleicht auch so ein bisschen im Hamsterrad bewegt hat, ja, sich irgendwie nicht, es gab nicht so wirklich eine Weiterentwicklung nach vorne, dann nicht nach zurück, es war so ein bisschen statisch. Aber hier ist auch ein ernsthaftes an sich arbeiten oder generell ein ernsthafter Umgang damit angezeigt. Es steht hier jetzt auch gar nicht so stark im Vordergrund, Bereiche Beruf oder Liebe oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen allgemeiner, denke ich, von daher, wie gesagt, auch gerne die Karten auf die eigene Lebenssituation übersetzen, ja, aber diese Karte hat eben auch mit Fleiß zu tun, auch damit zu tun, dass man nicht aufgegeben hat, sich nicht aufgegeben hat, sondern hier auch den Versuch durchaus unternommen hat oder da auch dran bleibt jetzt im August, ja, lösungsorientiert an sich zu arbeiten, lösungsorientiert mit der Situation umzugehen, ja. Mir scheint, das ist auch genau der richtige Ansatz. Ja, hier haben wir die 3 der Stäbe, 8 der Schwerter, die hier später auch nochmal auftaucht, die 5 der Kelche und Bube der Schwerter. Ja, die 3 der Stäbe ist eben eine Karte, die zum einen darauf hin zeigt, dass ja, dass der ganze Prozess ist langfristig, es ist Geduld gefragt, das ist ein Prozess, der vermutlich schon länger läuft und auch noch nicht morgen abgeschlossen sein wird, ja, aber eben nicht aufzugeben, die Hoffnung für sich auch nicht zu verlieren. Das ist durchaus die richtige Haltung, weil diese 3 der Stäbe auch mit Erfolg zu tun hat. Erfolg, wenn man eben die Geduld aufbringt und wenn man die richtigen Schritte geht. Und das ist eben genau das, worauf die 8 der Münzen hier auch mit hinweist. Man ist in dieser Situation oder ist oder war nicht so wirklich glücklich damit. Ja, 8 der Schwerter. Ja, da können Selbstvorwürfe eine Rolle spielen, können Vorwürfe an andere eine Rolle spielen. Hier sind Ängste oft im Spiel. Auch so ja, eine Unsicherheit, wie man damit umgehen soll, was man denken soll. Ja, das sind sehr, sehr blockierende Energien. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die sich auch so ein bisschen schon auf Vergangenes beziehen und vielleicht hier jetzt noch so ein bisschen reinklingen in den August, aber dann auch durchaus mit dem Potenzial, überwunden zu werden. Ja? Der Bube der Schwerter hier. Da versucht man wirklich hinter die Kulissen zu schauen, ja, hinter andere Kulissen genauso wie hinter die eigenen Kulissen, ja. Man versucht Informationen zu bekommen, durchaus auch der Versuch ins Gespräch zu kommen, Kommunikation wieder aufzubauen, ja. Wie gesagt, das braucht Geduld, das ist ein Prozess, der nicht morgen abgeschlossen sein wird. Ja. Dann haben wir hier die Sonne, die Karte des Glücks und der Leichtigkeit. Ich denke, das ist ein Gefühl, das hier zunehmen wird, jetzt auch im August. Ja, wieder mehr Selbstzufriedenheit,
generell ein leichteres Lebensgefühl. Ja, das ist das, was wir hier auch schon bei den acht der Stäben gesehen haben. Ja, die Energien ändern sich jetzt auch in euch und um euch herum sozusagen. Und es wird ein bisschen leichter und ihr nehmt das vielleicht auch nicht mehr alles euch so sehr zu Herzen und nicht mehr so schwer. Ja. Löwekarte haben wir hier. Der ein oder andere hat möglicherweise mit einem Löwe zu tun. Und der Stern, Wassermannkarte. Und die Mäßigkeit, Schützekarte, sehr, sehr schön. Ja, hier ist so ein richtiger Umbruch, ja. So ein richtiger Moment, wo ihr spürt, wow, ich kann wieder frei atmen. Ich habe wieder das Gefühl der Selbstsicherheit und rauszukommen aus diesem, ja, aus diesem Hamsterrad, ja, das mich so lange auch vielleicht wirklich festgehalten hat, immer wieder mit aufflammenden Konflikten. Und hier, ja, wie gesagt, der Stern hat ganz viel zu tun mit Heilung, mit Herzheilung, aber auch tatsächlich mit Wunscherfüllung. Ja, ich denke, nach diesem Gefühl hier habt ihr euch länger gesehnt, ja, das Leben wieder einfach umarmen zu können und annehmen zu können und genießen zu können. Und damit kommt auch euer Vertrauen ins Leben zurück. Ja, das ist eine der großen Bedeutungen der Mäßigkeit. Die Energien kommen wieder in den Ausgleich. Wie gesagt, auch das haben wir schon gesehen. Ja, auch das allerdings eine Karte, die auf Geduld hinweist. Ja, die Dinge entwickeln sich langsam, bedächtig, aber eben auch in die richtige Richtung. Ja. Dann haben wir den Gehängten, den Perspektivwechsel. Ich nehme an, das geht ganz in die Richtung auch der Neun der Stäbe hier vom Beginn. Hier steht auch tatsächlich so ein Erkenntnisgewinn, denke ich, dahinter oder ist hier mit involviert. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, das hat vor dem August angefangen und das wird sich mit Sicherheit auch über den August noch hinwegziehen für die meisten. Und der August ist aber dieser Monat, wo man wirklich in Kontakt wiederkommt mit sich selber und auch die ganze Situation vielleicht mit ein bisschen mehr Distanz und Abstand sehen kann. Vielleicht auch den ein oder anderen Lösungsansatz jetzt finden kann, der zuvor nicht da war, den man nicht gesehen hat, den man nicht mit einbezogen hat. Ja, also hier ist oft angezeigt, ja, man kann auch andere Menschen ja nicht ändern. Ja, man ist hier so ein bisschen gebunden an eine Situation, aber nur solange man eben auch nur in eine bestimmte Richtung denkt. Ja, sobald ich hier mich öffne und neue Lösungsansätze eben auch zulasse, das kann wirklich diese Knoten und diese Blockaden auch lösen. Ja, der Gehängte übrigens Fischekarte. Hier haben wir noch mal die acht der Stäbe und Ritter der Münzen. Ja. Das sind zwar energetischen, bisschen entgegengesetzte Karten, schnelle Energie, sehr langsame Energie, aber ich denke, das ist auch gar nicht so im Vordergrund hier. Es geht mehr um diese Öffnung, ja, und die Überwindung der Blockaden, ja. Ritter der Münzen ist durchaus auch klassisch ein Anzeiger für eure Energie, nämlich für die Steinbock-Energie. Und das, was wie gesagt hier jetzt anfängt im August, ja, wird sich längerfristig entwickeln. Also im zeitlichen Ablauf ist der Ritter der Münzen auch dafür ein Hinweis darauf, dass die Dinge einfach Zeit brauchen. Aber die neuen Lösungsansätze, ja, dieser neue innere Aufwind, ja, dieses neue innere Vertrauen auch, das legt hier ein Fundament auch, das eben auch langfristig angelegt ist. Ja. Also nicht die Geduld verlieren, aber die Dinge entwickeln sich zwar langsam, aber dafür sehr stabil. Ja. Also das, was hier vielleicht auch mit viel Energie und Impulsen anfängt, geht nicht so schnell weiter, aber dafür sorgfältig. Ja. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier die Stierkarte, der Turm. Ja.
In dem Fall und auch mit dem, was wir hier schon gesehen haben, denke ich, ja, hier kommt eine große Veränderung. Ich denke nicht in der Form so dramatisch, wie die oft mit dem Turm in Verbindung gebracht wird. Ich denke, ja, hier gibt es ganz fundamentale Veränderungen in euch und dadurch möglicherweise eben auch in eurem Umfeld, weil ihr in einer neuen Art denkt, weil ihr in einer neuen Art mit gewissen Herausforderungen vielleicht auch jetzt umgeht, weil ihr euch wirklich öffnet und euch auch in euch selber wieder wohler fühlt. Ja, das bringt hier wirklich neuen Schwung und auf einer sehr positiven Art und Weise, auch wenn der Turm ja oft so ein bisschen erschreckend aussieht. Man kann eben auch darauf hinweisen, dass ihr eine ganze Zeit lang die Augen verschlossen habt oder auch die Energien verschlossen habt, ja, dass diese Offenheit eben nicht da war, die jetzt kommt. Ja, Bube der Stäbe und Königin der Kelche, ja. Ja. Also hier können Wasserzeichen mit angezeigt sein mit der Königin der Kelche, Fische, Krebs oder auch Skorpion. Aber ich denke, hier geht es vor allem um diese Innenschau, ja, diese Wiederaufnahme mit der eigenen Herzenergie und auch diese Herzenergie wieder in den Vordergrund zu stellen und sich davon eben auch führen und leiten zu lassen. Ja. Und Bube der Stäbe, ja, hier ist wirklich ein Neubeginn, ein frischer Neubeginn und ihr lasst das auch wirklich zu, ihr seid offen dafür. Ja. In welche Richtung auch das immer geht. Ja, das kann wirklich in beruflichen Themen sein, es kann in romantischen Beziehungen sein, es kann in Familien- und Freundesverbindungen sein, ja. Wo immer hier diese Auseinandersetzung hattet und es immer wieder aneinander geraten ist, das löst sich hier ganz, ganz klar auf. Und ihr gebt dem Ganzen und auch euch eine neue Chance, wirklich mit dem Fokus jetzt auf diese Herzenergie. Ja, der Stern in der zentralen Position hier ganz, ganz wunderschön. Ja, hier ist wirklich viel Herzheilung angezeigt. Und hier wird, glaube ich, viel Frust überwunden. Frust, den man vielleicht mit sich selber hatte. Frust, den man möglicherweise auch mit einer anderen Person, mit einer anderen Partei hatte. Und ja, ich denke, das ist auch was, was ihr wirklich für lange Zeit ersehnt und erhofft habt und hier auch wirklich jetzt in Erfüllung geht oder zumindest die ersten Schritte in die richtige Richtung hier angehen und damit dieser Wunsch in Erfüllung kommt. Ja? Ja, also. Das kann ich schon kaum wieder beschreiben. Die Bilder sind sehr, sehr klar hier. Ja, hier ist die Welt und die Zehn der Kelche. Ja, also die Welt setzt hier einen Schlusspunkt hinter diese langwierige, anstrengende Phase. Und ja, also diese Zehn der Kälte geht sehr, sehr stark in das, was wir hier auch schon gesehen haben. Ja, wieder zusammenzufinden auf eine sehr, sehr freundschaftliche, liebevolle, eingehende, einfühlsame Art und Weise, ja, mit Menschen, die wirklich an einem interessiert sind, an denen man selber interessiert ist, ja. Man fühlt sich wieder zu Hause, man fühlt sich wieder angenommen, aufgehoben und Teil des Ganzen letztendlich auch irgendwo. Ja, auch das ist eine der Glückskarten und der Karten der tiefen Zufriedenheit. Sehr schön. Ja, ähnliche Energie hat hier die Sechs der Kelche. Oft ist das eine Karte, die auch so ein bisschen in die Vergangenheit weist. In der Form, dass alte Ideen auch hier wieder aufs Tablett kommen können, dass Menschen sich wieder zeigen, möglicherweise wieder auftauchen im Leben, mit denen man früher schon mal zu tun hatte, wo man dachte, oh, da kommt kein Kontakt mehr zustande. Und durchaus auch im romantischen Feld können hier ganz besondere Menschen wieder auftauchen oder auch nochmal verstärkt von Bedeutung sein im Leben. Ja? Aber auch eigene Talente, eigene alte Wünsche und Träume und Ziele, die man irgendwann mal ad acta gelegt hat oder die irgendwie so
ja, im Sande verlaufen sind, da kann einiges wieder kommen. Wie gesagt, die 8 der Stäbe zeigt hier schon darauf hin, dass es möglicherweise in mehreren Bereichen parallel auch Veränderungen gibt. Ja, und auch diese 6 der Kelche kann darauf hinweisen. Eine ganz besondere Beziehung zu einem Menschen kann hiermit angezeigt sein. Ja, eine wirklich sehr, sehr tiefe Herz-zu-Herz-Verbindung. Und das muss nicht immer in Richtung romantischer Liebe sein. Ja, das kann auch durchaus auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Ebene sein oder eben auch in einer familiären Verbindung. Wow. Also für den einen oder anderen geht es hier allerdings auch tatsächlich wirklich um die Liebe. Möchte ich gar nicht ausschließen, ja, dass hier ein ganz besonderer Mensch wieder zurückkehrt oder auch überhaupt auftaucht in eurem Leben. Unabhängig davon allerdings, ja. Ich denke hier mit dieser auch sehr reflektierende Energie, die hier schon sich angezeigt hat, ja. Das ist sehr wichtig für euch, weil ihr möglicherweise angefangen habt, auch Prioritäten anders zu setzen für euch. Ja? Und zwar genau diese Herzverbindung und dieses Miteinander und die Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen vor anderen Themen, vor anderen Zielen und Wünschen. Ja? Die Gerichtskarte ist ja der innere Weckruf. Also irgendwas rüttelt euch hier durchaus innerlich auf und wach und es löst sich wirklich so ein Knoten. Ja, das ist auch nochmal hier dieser Turm. Ja, sehr, sehr spannend, sehr interessant und sehr schön. Also hier haben wir die Zwillingskarte noch, die Liebenden. Also das ist auch der innere Frieden. Ja. Aber auch, ja, wie gesagt, das Thema Liebe kann hier durchaus auch im Romantischen sich überraschend in eine ganz interessante Richtung entwickeln. Ja, die Kombination 6 der Kelche und die Liebenden kann auf wirklich ganz interessante seelische Verbindungen hinweisen. Ja, Seelenpartnerschaften, Zwillingsseelen und Dualseelen und ähnliches. Ja, Bube der Münzen, ja, auch hier angezeigt nochmal unter dem Bube der Stäbe. Man nimmt hier sehr, sehr viel an. Ja, der Bube der Münzen ist die Schülerkarte, sprich, man arbeitet mit den neuen Erkenntnissen, man beschäftigt sich da wirklich ernsthaft damit, ernsthaft in Anführungsstrichen. Also hier ist ja schon auch viel Leichtigkeit, aber doch mit einer großen Aufmerksamkeit. Ja, man drängt das nicht gleich an den Rand oder ja, sondern man geht da wirklich für sich um. Man nimmt einiges von den eigenen Erkenntnissen für sich an und transformiert hier innerlich viel in sich. Ja. Und wie gesagt, das legt auch eben ein langfristiges Fundament für eine langfristige Entwicklung und Weiterentwicklung mit Stabilität. Ja, also Kraftkarte hier, Entschuldigung, die Löwekarte, ja, also auch jetzt steht natürlich auch so ein bisschen für den August im Löwemonat. Vor allem weist sie aber auch darauf hin, die Ängste, die Zweifel, die Befürchtungen, die negativen Emotionen und Gefühle, die hier viel zu diesem Konflikt beigetragen haben, die auch zu dieser Blockade, auch zu einer inneren Blockade möglicherweise beigetragen haben, die werden jetzt langsam überwunden. Man findet hier einen Zugang dazu, man findet einen Weg, damit umzugehen und dadurch auch durch diese wirklich diesen sehr aufgeschlossenen Umgang damit, ja, kann man das hier jetzt langsam überwinden.
Ja, und hier haben wir die Karte der Konkurrenz, ja, 5 der Stäbe. Und ich denke, auch hier geht es weniger wirklich um eine Konkurrenzsituation in dem Sinne, sondern mehr um unterschiedliche Ideen, die jetzt aufkommen, unterschiedliche Projekte, mit denen man sich beschäftigt, ja. In allen möglichen Richtungen kann das durchaus sein. Das hat mehr so ein bisschen auch ja, diese Energie von Brainstorm, kreative Schaffenskraft und auch erstmal zulassen und sich das anschauen und erst zu einem späteren Zeitpunkt auszusortieren und zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den einen oder anderen Weg oder auf dieses Angebot, auf jenes Angebot, auf einige Ideen und andere lasse ich eben wieder fallen. Also das kann natürlich manchmal auch so ein bisschen auf Reibereien hinweisen, diese Karte. Ja, irgendwo kann da natürlich auch ja, schon so ein Konflikt mitschwingen, ja, der hier so im Hintergrund liegt, sozusagen dieser Karte. Ja, dass das auch immer wieder schnell möglicherweise aneinander geraten ist und immer wieder diese Energien aufeinander geprallt sind und dann hat sich sofort eben auch ein Konflikt ergeben. Ja, das kann natürlich schon auch so ein bisschen Konkurrenzcharakter haben, ja. Dass ja man mit seiner Idee hier so ein bisschen ja, seiner Idee hier sehr hinterher war und wenn die nicht gleich auf Begeisterung gestoßen ist oder auch die Gegenpartei vielleicht genauso eine Haltung hatte, ja, dann gab es eben immer wieder ein Konfliktpotenzial. Und jetzt denke ich, durch diesen klaren Blick nach innen auch, ja, wird hier viel von dieser Konkurrenzenergie auch rausgenommen. Ja, König der Schwerter. Auch hier können Luftzeichen mit angezeigt sein, Waage, Wassermann oder Zwillingsenergie. Aber hier geht es auch um die eigene Zentriertheit, um die eigene Klarheit. Ja? Das auch zu kommunizieren, aber vor allem eben eine neue, eigene, klare Haltung für sich zu finden. Ja? Eine neue Ausrichtung. Ich bin mal ein bisschen gespannt, weil ja diese 8 der Schwerter jetzt zweimal aufgetaucht ist. Und das ist sozusagen genau die Gegenenergie zu diesem König der Schwerter. Ich möchte allerdings auch nicht ausschließen, dass ihr mit jemandem zu tun habt oder hattet, der einfach extrem im Verstand ist, im Kopf ist, ja, dem vielleicht selber auch so ein bisschen der emotionale Zugang zu sich selber fehlt, ja. Und auch da liegt dann natürlich Konfliktpotenzial drin. Hier haben wir jetzt zweimal eine beratende Karte durchaus auch. Auch das kann eine Bedeutungsebene des Königs der Schwerter sein. Ja, dass man auch sich so ein bisschen mit Freunden oder auch ja, einer Vertrauensperson im Außen unterhält, die einen eher neutralen Standpunkt hat, die hier vielleicht auch helfen kann, diese Distanz so ein bisschen einzunehmen und ein größeres Verständnis auch zu bekommen. Hier haben wir die Jungfraukarte der Eremit und Bube der Kelche könnte schon auch ein bisschen auf den September hinweisen. Der Eremit hat eben genau damit zu tun, sich ein bisschen zurückzuziehen vom Außen, ja, sondern mehr in Kontakt wirklich wieder zu treten mit sich selber auch. Ja. Sich Fragen zu sich selber eben auch möglicherweise zu stellen. Und einmal für sich im Inneren Klarheit zu finden. Ja, das ist sehr, sehr deutlich hier. Eine klare Haltung in sich zu finden. Bube der Kälte, sehr schön hier. Also hier ist auch viel Versöhnungspotenzial mit drin. Ja, Aussprachen, wirklich das Verständnis für die andere Partei möglicherweise bekommen, sich auch selber zu verzeihen. Es kann auch manchmal unglaublich
hilfreich und heilsam sein, ja, wenn man sich auch nicht selber ja, ständig mit Selbstvorwürfen etc. bombardiert, ja, und sich selber dadurch klein hält. Und ja, also der Konflikt kann natürlich auch im Inneren liegen. Also auch hier kann auch dieses innere Heilen in sich selber eben auch stattfinden. Liebevollerer Umgang mit sich selber. Ja. Ja. Sehr viel lösende Energie hier in der ganzen Legung, aber ja, acht der Schwerter, wie gesagt, das ist oft eine Karte, wo man sehr im Kopf hängt und die Gedanken drehen sich im Kreis, wie gesagt, oft mit sehr, sehr negativen Emotionen und negativen Worten und Ansätzen verbunden, ja. Dass die wichtigste Botschaft in dieser Karte ist, dass sie eben sagt, du bist der Einzige, der sich darin festhält. Und ich denke, das ist aber, hier kommt diese Auflösung, hier kommt das Bewusstwerden, ich muss mich nicht länger in diesem Kreis bewegen, ja, sondern ich kann da rausgehen, ich kann in eine neue Richtung denken und dann eben auch dementsprechend in eine neue Richtung handeln und Entscheidungen treffen. Also ich würde die fast so hier anordnen wollen, ja, vier der Kelche, Ritter der Schwerter und dann vier der Stäbe, ja. Also irgendwo war hier eine Blockade, weil man nicht das bekommen hat, was man wollte, oder jemand das nicht angenommen hat, was man zu bieten hat. Ja, dann kommen die Dinge hier nicht so richtig zusammen. Manchmal hat die Karte mit Trotz zu tun, auf der eigenen Seite, auf der anderen Seite, auf beiden Seiten, wie auch immer. Es ist viel blockierende Energie. Oder manchmal ist eben auch der Fokus sehr auf der Negativität. Ja, das, was ich eben auch schon angesprochen habe, sehr auf einer negativen Erwartungshaltung einem selber gegenüber oder eben auch der anderen Person, Partei gegenüber. Und ich denke, hier kommt diese Klärung, ja, hier kommt der Ritter der Schwerter und der durchtrennt alles Blockierende und Fesselnde, ja, und befreit einen auch hier letztendlich aus diesem Gedankenkarussell, ja. Klarheit, Klarheit, Klarheit. Möglicherweise wird hier viel gesprochen, sich ausgetauscht, ja. Und dabei gelernt über sich selber, die andere Partei, die andere Person kann auch was verstehen dabei, ja. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, die andere Person zu verstehen oder eben auch neue Ansatzpunkte zu verstehen damit, ja. Und dann es kommt hier diese wunderschöne Karte 4 der Stäbe. Auch die hat mit Sicherheit und Stabilität zu tun, die hat mit einem geschützten Raum auch irgendwo zu tun. Ein geschützter Raum in Form von einem wahrhaftigen Miteinander, ja? Einer wirklichen Offenheit für die andere Person, für sich selber. Ja, ja, wirklich diese Herzensverbindung, Entschuldigung, die wir hier auch schon gesehen haben, ja. Zum eigenen Herz und das eigene Herz auch nach außen. Ja. Also sehr, sehr intensiv hier, aber ganz wunderschön, wirklich sehr, sehr schön. Ja, da kann ich euch nur dazu ermutigen, euch auf diese Reise nach innen einzulassen, euch auf diese Veränderungen einzulassen. Das lohnt sich. Wie gesagt, nicht die Geduld dabei verlieren. Das ist, ja. Wie gesagt, möglicherweise ein Prozess, der auch über den August noch hinweg sich entwickeln wird. Aber hier werden so ganz entscheidende Weichen jetzt auch gestellt, durchaus im August. Ich wünsche euch einen fantastischen Monat, genießt den und ich wünsche ja, euch alles Gute, sage Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss.